Check einfach mal drauf. Was passieren wird schon nicht. Okay. Wir brauchen irgendwas, um das hier zu. Kann ich mich nicht selber dazwischen stellen? Nein, das geht nicht. Das ist auch relativ unangenehm. Da oben ist ein Würfelchen. Würfelchen. Und irgendwie muss ich da hinkommen. Ich gehe mal. Kann ich hier runterspringen? Ich hoffe mal, ich kann hier runterspringen und dann hier rüber schleudern. Oder? Weil das ist gerade die einzige Möglichkeit, die ich sehe, hier rüber zu kommen. Dass ich hier Schwung hole und dann so darüber fliegen würde. Und es hat geklappt. Ist da unten. Ach, da unten ist gar nichts Tödliches. Ich hab gedacht, da unten ist was Tödliches. Und jetzt verschwindet die Plattform. Nee, wie heißt das? Fläche. Heißt einfach, oder? Plattform? Vielleicht Plattform heißt oder Fläche? Ich weiß es nicht auswendig. So geht's auch. Und dann probieren wir es mal, ob was bringt, wenn wir den Laser unterbrechen, weil der wird ja schon aktiviert, also können wir ihn nur noch unterbrechen. Ja, und dann probieren wir es nochmal, weil jetzt sollten wir hier dagegen kommen, wenn wir hochspringen. Und wenn wir fliegen, macht der Laser keinen Schaden. Hier brauchen wir das Portal. Schön. Fliegt es? Kommt, geht es auf die Plattform? Ach schön, der kommt hier hoch gleich. Schön. Wir brauchen ihn zwar hier unten, aber trotzdem schön. Wir brauchen da oben einen Laser. Und hier haben wir einen Laser. Da haben wir eine Pause. Das ist ja einfach. Nein! Ich werf den mal da runter. Ich glaube, wir brauchen den noch. War ungeschickt. Jetzt ist er wieder. Jetzt ist der Laser auf einer Fläche. Und ich nehme den mal mit, den Würfel. Weil ich habe das Gefühl, dass wir ihn noch brauchen. Kann ich da oben... Komme ich da... Ich muss mal schauen, ob ich da oben hinkomme. Um das... Nee, ich komme da oben nicht hin. Flieg. Jetzt setze ich... Aua. Das Portal da mal hin. Und... Wo kommen wir denn da ran? Da kommen wir dann, oder? Da kommen wir dann dran und dann... Brauchen wir den... Ja, wir brauchen den Würfel noch. Wie ich's... Ich habe es mir noch gedacht, dass wir ihn noch brauchen. Ich habe es mir gedacht, dass wir ihn noch brauchen werden. Und ich gucke mal nach vorne und wieder nach vorne. Und wir brauchen den Würfel tatsächlich. Ich konnte es mir merken. Das ist und schoss die ganze Zeit gegen das Mikrofon hier. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Ja, wir sind einfach so gut, dass wir alle Tests machen können. Sie wollte es unterschwellig ein Kompliment machen, aber sie konnte sich halt nicht wirklich dazu durchringen, das auf einer gut verständlichen Basis zu tun. Ich wollte nur was reden, was sich irgendwie intelligent anhört. Reden kann ich jetzt auch nicht mehr. Sie sagt... Hier sieht man, so viel kann ich noch so kurz sagen, die Entstehung von Echtlichtbrücken, so heißen diese Dinger, diese kleinen Brücken. Und zwar das Licht wird nach unten gebracht und dann macht man daraus eine Brücke. So einen schönen Echtlichtbrücken. Dazu wird sie jetzt auch gleich noch was sagen, glaube ich. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Also, ich weiß ja nicht, ob es so realistisch ist, dass man das Licht relativ massiv ist, aber naja, wäre auch mal was Lustiges, ne? Massives Licht. Ich guck mal, wo wir hin müssen. Vielleicht einfach mal da drüben vielleicht mal. Ich probiere, wenn man die... Eigentlich können wir aus Portal nehmen. Aber ich nehme mal die echt die Brücke.
hier ist ein Knopf. Hier fällt ein Würfel runter. Kommen wir da irgendwie hin? Ach so, das fällt, der fällt jetzt die ganze Zeit. So nicht. Ich gehe mal wieder zurück, vielleicht. Oder... Ach, hier ist so ein U außenrum. Ach so. Kann ich hier einfach mal... Hier ein Portal. Und... Da ein Portal. Und dann noch ein Portal. Wunderbar. Toll. Habe ich toll gemacht. Bin einfach zu blöd, um ein Portal zu setzen. Also, an die richtige Stelle. Ah, hat schön zwischen... Das hat... Das macht gute Speicherplätze. Also gute automatische Speicherplätze. Das Spiel ist schon mal was Gutes. Muss ich nicht immer von Hand speichern, oder... Muss ich halt nicht jedes Mal von Hand speichern, wenn ich einen guten Speicherplatz haben möchte. Aber ich mach's wahrscheinlich, wenn ich irgendwas total Schweres, wie zum Beispiel irgendwo hochgesprungen bin, oder wenn ich irgendwas ganz Schweres geschafft habe, dann werde ich einfach mal von Hand noch zwischenspeichern. Nur um sicher zu gehen. Und den Würfel brauche ich da hinten. Kann ich da jetzt einfach das so, oder... Weiter da. Okay. So. Glaube ich. Ja, so. Muss ich hier gucken? Kann ich den Schleuder irgendwie so? Nee, kann ich nicht. Bin ich aber so blöd für. Achso. Hä? Okay, war meine W-Taste gerade eben kaputt. Das hat mich ein bisschen irritiert, dass er das die ganze Zeit vorwärts gehen wollte. Und irgendwie muss ich... Achso, hier. Ich habe gerade nicht... Ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich wieder zurückkomme. Aber mit diesen Brücken ist mir schon recht... wie heißt es? Da gibt es ein Wort für, das mir gerade nicht einfällt. Flexibel. Ist man doch recht flexibel, also recht... Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Also vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Wenn ich spult mal kurz zurück, so 5-6 Sekunden. Da war ein relativ dicker Turm. Den werden wir später nochmal sehen. Ganz später. Ganz am Ende. Ich habe es einmal durchgespielt. Das wäre, daher weiß ich's. Ja, gut. 43 Minuten Aufnahme ungefähr. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Sie ist total freundlich zu uns, wie ihr sehen. Und ich übersteuere schon wieder. Naja, sieht ja niemand. Außer mir. Ich müsste einfach mal, nee, mach ich nicht. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! 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 Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch austüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie. Mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Ich gehe einmal da oben auf diese... Ich hätte gern ein Portal... Da fiel was runter. Ich hätte gern ein Portal mit... mit dem ich die Brücke verschieben könnte. Das
Deswegen gehe ich da mal. Deswegen werde ich mal auf die Brücke drauf gehen und guck, also, gucken, ob ich das Portal mir irgendwie. Ja, kann ich im Portal hier sitzen? Sehr gut, sehr gut. Und da kommt ein Würfel, das heißt, damit der. Der die Fläche, die ist schon ein bisschen auffällig. Die ist so kleinkariert. Da sieht man, dass man das Portal da setzen muss. Auch sehr praktisch. Was? Achso, das sieht so. Der sieht so transparent aus, der Würfel auf einmal, wenn das Portal da so durchscheint. Und ich gucke mal gerade, wie ich hier weitergehen könnte oder. Nimm den Würfel mal mit, der kostet ja nichts. Was? Kann ich ihn durch die Brücke? Was war denn das gerade? Der hing gerade durch die Brücke durch. Ziemlich sicher. Ich hole den hier später. Nur, dass der schon mal sicher ist, der Würfel. Und dann. Ich hoffe mal, wenn ich. Ich hoffe mal, ich kann hier einfach, wenn ich hier hochspringe und Portal setze. Ja, funktioniert. Dass sich dann die Brücke hier hinsetzt und ich hier rüber gehen kann. Ich löse die Tests gerade so schnell. Ich möchte es gar nicht. Ich möchte ein paar mehr Folgen haben. Sonst muss ich mir bald wieder was überlegen, was ich spiele. Du warst sogar so gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war sie gut. Genug. Es sind immer, wenn er neue oder wenn das Spiel neue Abschnitte lädt, sind ein paar Tonhakler drin, da er zwei Dateien gleichzeitig laden muss und noch eine Videodatei schreiben. Deswegen kommt hier ein bisschen was in die Quere. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Freundlich. Was ich noch kurz sagen oder anmerken kann. Es gibt ja von Paul oder von Valve ein lustiges kleines Video zu den Türmen. Könnt ihr euch mal anschauen auf Steam oder auf YouTube. Ist lustig. Ich möchte das schon nicht sagen, aber es ist lustig. Und das ist ein Turm. Lustig ist, wenn ihr mal drauf achtet, die Untertitel sind meistens was ganz anderes, als die Türme sagen, oder? Sind meistens ganz anders, nicht, aber sind meistens was anderes, als die Türme sagen. Gut, in dem Fall hat es gestimmt. Ich bin dir nicht böse. Es ist immer lustig, wenn es, habe ich auch schon mal gesagt, wenn die dann zwei Türme aufeinander schießen. Du kannst mich nicht sehen. Bitte lass mich runter. Nein, lass ich nicht. Ich probiere das jetzt mal eben aus. Speichern. Ziel verloren. Noch jemand da? Hey. Ziel verloren. Ja. Ich muss den Turm umdrehen. Spielmodus aktiviert. Suche. Oh oh. Ziel verloren. Ich will runter. Noch jemand da? Nur mal so eben. Schlafmodus aktiviert. Okay, ich hab's nicht. Nee. Ich will mal gucken, sie sagen immer was lustig, wenn sie auf sich gegenseitig schießen, aber muss ich jetzt nicht provozieren.